Herzlich willkommen. Ich heiße Guillaume de Meurter. Mein Name ist Freddy Spreitzer und ich sitze hier auch stellvertretend für meine Frau Ramona Spreitzer. Wir möchten in dieser kurzen Einführung über zwei sehr wichtige Schwerpunkte unserer Arbeit reden. Ein wichtiger Schwerpunkt ist der Schlüsselfaktor Bewusstsein. Wir haben erkannt, dass wenn die vielen Projekte, die zurzeit gestartet werden, die idealistischen, inspirierenden Projekte für eine neue Erde, neue Gesellschaftsform, neue Lebensweise, wenn diese Projekte erfolgreich umgesetzt werden sollten, müssen die Menschen, die in diesen Projekten beteiligt sind, in einem erwachten Bewusstsein sein. Sonst werden alle diese Projekte, alle diese Visionen durch Egospiele, Machtkämpfe, Rivalitäten zwischen Menschen, also zwischenmenschlichen Spannungen, untergraben werden, wie immer wieder geschehen ist in der Vergangenheit. Deswegen bieten wir Core-Workshops an, um Menschen, die spirituell ausgerichtet sind, zu unterstützen, sodass sie sich für das Erwachen öffnen können. Was wir lehren, beruht auf, was wir selber erlebt haben und erfahren haben. Wir lehren nichts, was wir nicht selber umgesetzt haben oder selber erkannt haben, wirklich persönlich erkannt haben. Das gibt unseren Workshops eine ganz besondere Energie und eine besondere Authentizität. Es geht darum, dass die Teilnehmer unterstützt werden, sodass die schweren emotionalen Ladungen, die normalerweise vorhanden sind, in ihren Schmerzkörpern, dass diese Ladungen dann Stück für Stück aufgelöst werden. Es geht darum, dass sie sich für ein Bewusstsein von Akzeptanz und Dankbarkeit öffnen, anstatt ständig im Widerstand zu sein. Es geht darum, dass sie ihre göttliche Führung spüren, dass sie eine tiefe und dauerhafte Verbindung spüren zu ihrer eigenen Göttlichkeit und dass diese göttliche Führung wahrnehmbar wird, spürbar wird im Alltag. Es geht darum, dass sie ihre Beziehungen heilen, dass sie verstehen, dass die Außenwelt ein Spiegel ist der Innenwelt und dass sie bei sich anfangen müssen, wenn sie die Welt verändern wollen. Diese Co-Workshops sind sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen Menschen, die in einem erwachten Bewusstsein sind. So viele Menschen wie möglich, wenn wir wirklich eine neue Gesellschaft gründen wollen, wenn wir wirklich diese Erde, diesen Planeten heilen wollen. Es ist alles eine Frage des Bewusstseins, es ist alles eine Frage von Schwingung. Diese Arbeit ist unerlässlich. Das Einzige, was wir mit uns nehmen, wenn wir sterben, ist das Bewusstsein, in dem wir sind. Und deswegen, wenn du selber erwachst, leistest du einen großen Beitrag für die Gesellschaft, für den Planeten und du heilst auch gleichzeitig deine Familie, deine Beziehungen. Das persönliche Erwachen bedeutet einen wahren Quantensprung in deine Lebensqualität. Und mehr ist das eine Art von Neugeburt. Wenn du das Gefühl hast, dass der Zeitpunkt gekommen ist, für dich selber zu erwachen, dann könnte es sein, dass unsere Co-Workshops für dich von Interesse werden. Ja, ein anderer Schwerpunkt, den wir vermitteln in den Kursen, die wir anbieten, ist das größere Bild. Du bist viel mehr als dein Körper, als deine Gedanken. Du bist viel mehr als das, was du wahrnehmen kannst über deine fünf Sinne. Du bist ein multidimensionales kosmisches Wesen mit einem immensen Potenzial in dir. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass du bewusst in Verbindung
gehen kannst, diesem Potenzial, und dass du anfangen wirst, Stück für Stück dieses Potenzial auch zu leben. Jenseits des persönlichen Erwachens geschieht gleichzeitig ein multidimensionales, kosmisches Erwachen. Anteile von dir existieren gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen. In dem Augenblick, wo du dich anfängst, ganz bewusst auszurichten und mit diesen Anteilen zu verbinden, wird dies ein immenser Katalysator und Schub sein für deine spirituelle Entwicklung. Du trägst diese Anteile in dir. Sie sind ein Teil von dir. Und es ist jetzt wichtig, dass du bewusst anfängst, dich auszudehnen und zu erkennen kannst, dass du verbunden bist mit der gesamten Schöpfung, mit dem gesamten Kosmos. Wir bieten Workshops und Kurse an für Menschen, die wirklich ausgerichtet sind. Die ausgerichtet sind und bereit sind, sich bewusst mit diesem kosmischen Bewusstsein zu verbinden. Wir bieten Wissen und Techniken an, die vollkommen neu sind. Du wirst dieses Wissen und diese Techniken in keinen Büchern finden. Es ist ein authentisches Wissen, das wir sehen durften, das uns gezeigt wurde, das wir erforscht haben und das wir jetzt Stück für Stück weitergeben an Menschen, die offen dafür sind. So ist zum Beispiel ein Eckpfeiler unserer Arbeit die Arbeit mit dem Transfigurationsfeld. Du kannst das Transfigurationsfeld als Art Meisterfeld sehen. Alle großen Buddhas, Rishis, Avatare und Yogis haben sich auf einer energetischen Ebene vereint und bieten ein sehr kraftvolles energetisches Feld an. Das steht dir zur Verfügung. Es geht darum, dass du anfängst, dich bewusster auszurichten und damit verbindest. Diese Verbindung wird dich immens auf deinem Weg unterstützen. In unseren Aufbau-Workshops arbeiten wir auch mit den 21 Chakren. Wir konnten die 21 Chakren sehen. Also jeder Mensch hat 7 Körperchakren, zudem gleichzeitig 7 Chakren überhalb von deinem Kronenchakra und 7 Chakren unterhalb deiner Füße. In diesem multidimensionalen Erwachensprozess, in dem wir uns jetzt befinden, werden diese Chakren Stück für Stück aktiviert. Auch diese Anbindung und Aktivierung wird dich auf deinem Weg sehr kraftvoll unterstützen. Eine weitere wichtige Botschaft, die wir auch vermitteln, ist das große kosmische Erwachen. Nicht nur die Erde, sondern die gesamte Schöpfung wird dauerhaft für immer aufsteigen. Neben der Erde existieren gleichzeitig verschiedene Dimensionen und Ebenen. Und die Erde ist gleichzeitig verbunden und vernetzt mit diesen Dimensionen und Ebenen. Besser gesagt, die Erde wird durchdrungen von diesen Dimensionen und Ebenen. Diese Dimensionen und Ebenen haben andere Frequenzen. Deswegen sind wir, die Menschheit, der gesamte Planet von diesen Dimensionen und Ebenen durchdrungen. Das bedeutet aber auch, dass die Erde und die gesamte Menschheit nur dauerhaft aufsteigen kann, wenn gleichzeitig alle Dimensionen und Ebenen, wenn gleichzeitig alle Wesen der gesamten Schöpfung aufsteigen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die du und so viele Menschen wie möglich in deinem Herzen tragen sollten. Also wenn dich das inspiriert und berührt hat, was wir gesagt haben, dann solltest du Kontakt mit uns aufnehmen. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Dankeschön.